Wir haben schon entschieden, dass wir uns heute siezen. Das macht mehr Ja. Sinn heute einfach. Einfach um so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinzubringen. Also, Frau Herford, Sie spielen Nein, wir bitte nicht. in Wir Ordnung. untereinander. Wir können uns sehr gerne Wir duzen. Wir möchten sitzen uns uns. siezen. Ja, wir sitzen uns. Das magische Haus. Das ist richtig. Was ist denn da magisch? Entschuldigung. Was an dem magischen Haus magisch ist? Die Stimme von Caroline Herford. Ach, er ist in besonders guter Laune heute. Ist gut. Ich glaube, die Bewohner. Hey du! Ich suche doch einfach nur Platz zum. Hey du! Ich suche einfach nur einen Platz zum. Schlafen! Hey du! Ich suche doch einfach nur einen Platz zum. Schlafen! Eine Maus. Maggie, wie kommt das? Ist das Typecasting? Absolut, oder? Ich wollte schon immer wie gesagt, einen Animationsfilm machen, schon immer synchronisieren. Und ich habe mich nicht gewundert, dass ich dann für eine Maus angefragt wurde. Ich habe es verstanden. Ich bin ein Tiger, ich bin ein Raubtier und mein Biss ist tödlich! 8, 9, 10! Ich bin ein Tiger, ich bin ein Raubtier und mein Biss. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie für eine Maus angefragt wurde. Weil die sehr niedlich ist, wunderschön. Ja. Wunderschön und einfach sehr lustig. Caroline hat nämlich sehr viel Humor auch. Und als Gegenpart. Danke. Ist wirklich so? Ja. Ja? Ja. Du bist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ja. Gott, heute ist so Komplimente-Tag, ne? Ich höre jetzt mal auf damit, das ist nicht gut. Jack, dieses Monster wollte mich fressen. So ein Quatsch! Ich bin außerdem Vegetarier. Hältst du uns etwa für Vollidioten? Jeder weiß, dass Katzen Mäuse fressen. Ich warne dich. Das ja deine dreckigen Pfoten von Maggie. Kapiert? Ehrlich, ich hatte nicht vor, sie zu fressen. Genug gefaselt. Bitte, ihr versteht das nicht. Ich habe kein Zuhause. Sorry, kein Bock auf deine Story. Jeder in der Gegend weiß, dass dieses Haus tabu ist. Als Gegenpart zur Maus, der Kater. Wie siehst du den Thunder? Was? Thunder, so heißt er doch. Thunder, ja. Thunder. Wir hatten beim Synchron so Ding, ja, wenn man das TH sprechen kann und dann immer sagt, ich bin der Thunder. Also, das ist, sie sprechen doch den Kater Thunder. Meine Mutter würde das so sagen. Die kann kein TH sprechen. Die würde sagen, wie heißt denn ihr, wie ist der Rollname der Katze ist? Thunder. ist der Thunder. Wen haben wir denn da? Wie sollen wir dich nennen? Oh, ich hab's! Thunder! Ist halt ein kleines, niedliches Kätzchen, was halt einfach im Prinzip ein kleines Waisenkätzchen, ne? Es wird einfach so ausgesetzt, kommt dann dahin. Neugierig, ängstlich und mutig zugleich, aber ein sehr lieber, feiner Kerl. Kriegst ihn damit weg. Mit Vergnügen. Was ist denn da los auf dem Gepäckträger? Und das ist ja filmhistorisch auch ein bisschen verkehrte Welt. Bei Tom und Jerry war ja der Kater eher so ein bisschen böse, zumindest der aggressivere, und die Maus die nette. Und, ihr macht das ein bisschen anders, ne? Naja, die Maus ist schon auch nett. Sehr. Die hat halt erstmal Schwierigkeiten, wenn da einfach so jemand reinplatzt in die Gemeinschaft, die sie auch beschützt. Ich glaube, es ist eher so ein Schutzwunsch ihrer sehr eingeschworenen Gemeinschaft gegenüber und auch natürlich so ein bisschen Sorge um den eigenen Status, aber auch um ihren Freund, den alten Hasen, der das vielleicht jetzt nicht mehr so erträgt, wenn da so ein junger, neuer, fescher Feger reinkommt, der Thunder. So ein Rothaariger. Ja. Und, nein, also genau, aber sie hat eigentlich ein sehr gutes, weiches Herz, was man dann ja auch sehen kann. Thunder, ich wollte nur mit dir sprechen, weil ich dich so schlecht behandelt habe.
Daniel will Meister Lawrence übers Ohr hauen und das Haus verkaufen. Wir fliegen alle raus. Kommt schon, wir müssen zusammenhalten. Ich bin dabei. Ich werde dich nicht enttäuschen. Worüber ich ja gestaunt habe, man denkt erst, okay, das ist ein toll animierter Film. Müsste ja aus Amerika kommen, kommt aber aus Belgien. Ist ein bisschen ungewöhnlich, ne? Es gibt auch Filme, die aus Belgien kommen. Das muss man sagen. Ich habe das gerne gemacht für den Ben Stassen, weil der Ben Stassen hat auch schon Sammy gemacht. Und ich mochte, dass so ein kleines Haus eigentlich aus Belgien so eine Filme liefert. Finde ich gut. Europäische Animation ist unterstützenswert, ne? Auch mal gegen die großen Amerikaner. Warum nicht? Finde ich gut gesagt. Hm. Der Zauberer wird ja gesprochen von dem gerade frisch gebackenen Filmpreisträger Dieter Hallervorden. Er ist es. Er ist es. Das ist ja Motion Capturing. Und das ist, es ist, jetzt können wir es sagen, Dieter Hallervorden. Herzlichen Glückwunsch übrigens, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Deutscher Filmpreis. Haben mich sehr gefreut. Ja, Hammer. Für sein letztes Rennen hochverdient. War echt ein toller Film. Wie alt ist der jetzt eigentlich? Auch muss auch so an die, wie alt ist Dieter Hallervorden, weißt du? Das weiß ich nicht. So, dann wählen wir jetzt mal den Notruf. Oh. Wie wär's mit einem netten Seniorenheim? Seniorenheim? Das ist doch eher was für ältere Leute. Und außerdem, wo soll ich denn mit meinem ganzen Hab und Gut hin? Also ich würde diesen ganzen Schrott entsorgen. What? Schrott? Also das ist doch kein Schrott. Hier steckt mein ganzes Leben drin. Bezahl deine Rechnungen. Früher war er so ein netter Junge. Meine erste Kinoerinnerung ist Trickfilm. Wie ist es bei euch? Ist das auch so ein bisschen mit der Magie vom Kino verbunden, Animation? Also, mein allererster Film war ehrlich gesagt Ronja Räubertochter. Da war ich, glaube ich, 4 und habe mich so gegruselt in dem Film, dass ich wieder rausgehen musste. Aber dann kamen die Disney-Filme. Dann sind wir so einmal, ich weiß gar nicht, einmal in 2 Monaten oder so ins Kino gegangen. Ich weiß nicht mehr genau. Und da gab es dann Die Schöne und das Biest. Oh ja. Und ich habe mich so furchtbar an dieses Biest verliebt mit 9, dass ich, das weißt du noch, ne? Ja, stimmt, es war eine schöne Zeit. dass ich immer in Berlin nach diesem Biest gesucht habe und dachte, in allen alten Häusern ist das Biest. Und ich war wirklich einmal die Woche da und ich hatte meine Mutter missverstanden, dass sie einmal die Woche zahlt. Und ich habe immer 3,50 Mark bekommen die Woche und 7 Mark hat es gekostet. Also konnte ich alle 2 Wochen von meinem eigenen Taschengeld gehen und ich dachte, meine Mama zahlt dann die andere Woche und dann habe ich sie aber missverstanden gehabt. Dann habe ich so furchtbar geweint im Unterricht, als mein Lehrer gefragt hat, was denn los ist, dann habe ich gesagt, ich kann nicht jede Woche Die Schöne und das Biest gucken. Und dann war mein Lehrer sehr enttäuscht und hat gleich gesagt, ja gut, was ist das Problem? Ich war auf einer Weilerschule, muss man dazu sagen, da versteht man solche Probleme nicht. Ja, bei mir war es Rambo, zu viel dazu.